Ich hatte es euch gesagt. Ich glaube, das würde Marx zu den Energiepreisen sagen. Schließlich hat er sich in seiner Kritik der politischen Ökonomie ziemlich genau damit auseinandergesetzt, wie das kapitalistische System funktioniert und was passiert, wenn Güter produziert werden, damit Unternehmen einen Profit erzielen. Dann nämlich steht an der ersten Stelle nicht die Versorgung der Menschen, sondern eben der größtmögliche Profit. Deswegen verlangen Unternehmen auch hohe Preise, wenn ein Gut besonders knappes und dringend gebraucht wird. Und dann kann es passieren, dass es Leute gibt, die sich auch grundlegende Dinge nicht mehr leisten können. Wollen wir die Versorgung sichern, dann müssen wir einige grundlegende Güter aus der Profitlogik rausnehmen. Nicht nur Energie oder Gas, sondern auch Wasser, Bildung, Gesundheitsversorgung dürfen nicht auf einem Markt verkauft werden für den Profit einiger weniger, sondern ein Recht für alle Menschen sein, zumindest in einer bestimmten Quantität. Ich glaube, das hätte Marx gefallen.